Wer oder was ist NAKO? Eine neue Modemarke? Die Abkürzung für Naturkosmetik? Dr. NAKO? Eine japanische Comicfigur? Das ist die größte deutsche Gesundheitsstudie. 200.000 Menschen, ob alt, jung, arm, reich, Hausmann oder Zahnärztin, alle sollen teilnehmen, zum Wohle aller. Die Studie hilft, die großen Volkskrankheiten wie zum Beispiel Krebs, Diabetes und Alzheimer besser zu verstehen. Das ist Lisa aus Bremen. Sie wurde wie alle anderen Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen zufällig ausgewählt. Neben der medizinischen Untersuchung soll Lisa auch über ihre Familie, ihren Job als Friseurin und ihre Lebensgewohnheiten berichten, weil auch diese Dinge wichtig sind, um die Entstehung von Krankheiten besser zu verstehen. Eigentlich hatte Lisa keine Zeit mitzumachen, aber dann dachte sie an ihre Tochter, an ihre zukünftigen Enkel und auch an ihre Mutter, die damals so schwer krank war. Sie ist zwar erst 24 und topfit, aber was ist später? Und außerdem kann sie helfen. Eine coole Sache, wenn man es so betrachtet. Lisa überwindet ihren inneren Schweinehund und geht ins Studienzentrum ihrer Region. Alle Teilnehmer durchlaufen dasselbe Untersuchungsprogramm. Das sind zum Beispiel die Handgreifkraft, die BIA, wie viel Wasser und Fett im Körper sind, wie gut die Lunge funktioniert, oder der 7-Tage-Sensor, der prüft, wie viel sie für ihre Fitness tut. Und das ist Daniel. Auch er bekam eine Einladung. Aber er hatte überhaupt keine Lust dazu. Dann hat er sich aber doch entschieden, hinzugehen. So eine Komplettuntersuchung wollte Daniel schon immer mal machen. Die Ergebnisse kann er ja dann seinem Hausarzt zeigen. Perfektes Timing. Auch Daniel erfährt so einiges über seinen Körper. Zum Beispiel stellt der Ergometer seine Kondition unter Beweis. Sein Bauchfett wird gemessen und per Ultraschall sein Herz untersucht. Die NAKO erforscht die Ursachen der wichtigsten Volkskrankheiten, um Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung zu verbessern. Lisa, Daniel und viele andere Menschen helfen also mit, Deutschland gesünder zu machen. Jeder, der eingeladen wird, sollte mitmachen. Gemeinsam forschen für eine gesündere Zukunft.